Was mich an Feuer fasziniert, ist dieses Gefährliche, dass immer was passieren kann. Ja, und das ist einfach was ganz Einzigartiges ist und dass man damit so schöne Figuren kreieren kann und so ein schönes Schauspiel. Ja, und dass immer so dieses Gefährliche ein bisschen mitschwingt und auch mit dem Publikum, man hört dann immer so ein Ah und Oh und Oh Gott. Wie wir dazu gekommen sind, also ich muss ein bisschen weiter hinten anfangen, ja, von dem Dani, der hat das vor 11 Jahren in Thailand kennengelernt, genau. Und dann haben wir uns vor einer Weile kennengelernt und dann hat er gemeint, hey Laura, probier doch mal aus. Also natürlich am Anfang ohne Feuer. Und ja, dann war das erstmal ganz viel Trockenübung mit ganz viel blauen Flecken. Und nach habe ich mich dann immer mehr an das Feuer dran getraut. Und dass wir dann Shows machen, ist einfach so entstanden, dass uns immer wieder Leute angesprochen haben, hey, tretet ihr auch auf, macht ihr auch Shows? Und dass wir uns dann irgendwann überlegt haben, hey, eigentlich ist das doch gar keine schlechte Idee, lasst uns mal ausprobieren. Also einmal habe ich als kleiner Junge schon total gerne gezündelt, muss ich ehrlich gestehen. Und ja, das andere Mal war einfach die Kunst dahinter. Ich habe das von Anfang an als eine Kunst angesehen. Ja, mit all den verschiedenen Choreografien, die es so gibt und Spielarten, hat mich das direkt fasziniert. Und ich dachte, Mensch, das könnte für mich auch was sein.